Hallo liebe Krebsgeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading heute für November. Wir starten gleich mit eurer Grundüberschrift mit dem bezaubernden Karteneck von der Südtiroler Künstlerin Christine Schölzhorn. Ihr findet die Kartendecks wie immer alle unten in der Infobox verlinkt. Dann gehen wir weiter mit dem Crowley Tarot und wie gewohnt machen wir weiter mit den Zigeunerkarten im keltischen Kreuz. Ihr könnt gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen und wie immer mitspüren. Die Rollen können vertauscht sein und solltet ihr während der Premiere mit dabei sein, dann freue ich mich, wenn ihr mit unten in den Superchat kommt und wir legen los. Liebe Krebsgeborene, es geht bei euch im November um den Lebensbaum. Komm in deine Mitte, in dein Zentrum. In deine Kraft. Ja? Vielleicht habt ihr auch in der Natur einen bestimmten Platz, den ihr liebt, wo ihr Kraft tanken könnt. Vielleicht sogar einen Lieblingsbaum. Dann sucht den im November auf. Für mich sind das auch immer klare Botschaften, euch zu erden, euch zu verwurzeln. Das können im November für euch wichtige Grundthemen sein. Und wir schauen zusätzlich ins Tarot, da haben wir die Königin der Scheiben. Ihr habt die Aufgabe, Richtung Fülle zu gehen, weil ihr in eure Kraft kommt, werdet ihr das schaffen. Die Königin der Münzen hat sehr viele Erlebnisse hinter sich, die sie mit der Dürre der Wüste verbindet und von diesen Erlebnissen habt ihr jetzt die Nase voll. Ihr schaut erfahren zurück und haltet die Münze stolz in euren Händen. Ihr habt sie verdient. Vielleicht habt ihr hier auch mit Erdzeichengeborenen zu tun, vielleicht mit weiblichen, kann auch männlichen sein. Und der Widder, der Steinbock, der auf dieser Karte abgebildet ist, fordert euch auf, Erfolg in kleinen Schritten zu machen, anzugehen. Ja? Also die Menschen, die Erfolg haben, haben alle mal klein angefangen. Solltet ihr da vielleicht zu große Schritte wagen, bitte Vorsicht. Aber wir schauen uns ja jetzt die Details an, die sich hier zeigen möchten. Liebe Krebsgeborene, wir starten mit dem Verlust. Hier geht es ums Loslassen, vielleicht macht euch das Angst und für mich heißt das mit den Überschriften, dass ihr alles loslassen dürft, was euch jetzt im November Kraft raubt, denn ihr dürft den Fokus auf euch lenken, auf euren Selbstwert und vielleicht auch auf so manche große finanzielle Projekte. Ja? Daneben haben wir das große Geld und die Beständigkeit. Vielleicht seid ihr müde davon, immer nur kleine Münzen zu sammeln, im Berufsleben, in verschiedenen beständigen Verbindungen und irgendwo wird sich hier ein Verlust zeigen. Schaut mal, ob ihr den vielleicht nicht auch mit eurem Mindset herbeiholt, anzieht. Passiert häufig auch unbewusst. Ja? Also vielleicht geht es hier auch um große Verlustängste und finanzielle Krise. Jedoch seid ihr hier aufgefordert, in euch selbst die Standhaftigkeit zu suchen und zu finden. Ja? Dann wird sich auch das Finanzwesen in eurem Leben ändern. Die Situationen, wenn es ums Geld geht. Ja? In Gedanken habt ihr die Sehnsucht. Ja? Es ist gut, wenn ihr hier euren Herzenswünschen nachgeht. Die Frage ist, wünscht ihr nur, träumt ihr nur oder handelt ihr auch dementsprechend, ja, dass die Münzen in euer Leben treten. Also die Königin der Münzen, die weiß, was sie will und steht dafür gerade. Vielleicht dürft ihr euch das zu eigen machen. Vielleicht geht ihr zu viele falsche Kompromisse ein. Und wir haben im Unterbewusstsein das Unglück. Ja? Also hier bricht offensichtlich alles zusammen, was nicht stabil ist, alles, was auf Sand gebaut wurde und nicht auf Felsen.
Die Karte der Beständigkeit spricht häufig auch fürs Berufsleben und auch die Karte sagt mit kleinen Schritten zum Erfolg, ja? Und wir hatten in der Vergangenheit oder haben in der Vergangenheit die Karte der Gedanken liegen. Vielleicht habt ihr euch hier immer sehr viele Gedanken gemacht, wie ihr zu mehr Geld kommen könnt. Vielleicht wart ihr eben nur im Kopf und nicht im Handeln, weil ihr nicht wisst, wie. Das klingt für mich nach einem starken inneren Konflikt. Es ist entweder, wenn man zu viel denkt, wenn Gedanken und Gefühle nicht übereinstimmen oder wenn verschiedene Gefühle sich untereinander Konkurrenz bieten. Ja? Es kann hier um einen jüngeren Mann gehen, es kann hier um Wissen gehen, das ihr euch finanziell angeeignet habt, um da jetzt eben gestärkt durchzustarten. Das ist ja auch möglich, ja? Und vielleicht will das hier alles nicht so recht klappen. Und wir haben den Offizier in der nächsten Zukunft. Vielleicht gibt es hier eine Behörde, ein Amt, einen Mann, eine machtvolle Person, die euch bei diesem Projekt unterstützen, die euch diese Kraft, die euch den Rücken stärken. Ja? Auch ihr seid dafür verantwortlich, euch selbst in erster Linie den Rücken zu stärken, denn dann werdet ihr auch Hilfe von außen bekommen. Und hier jetzt die wichtigste Grundfrage: Könnt ihr Hilfe annehmen und könnt ihr um Hilfe bitten? Ja? Und wir haben auf der Position, darum geht es mit Sicherheit, die Falschheit. Vielleicht befindet ihr euch in einer Umbruchssituation, vielleicht seid ihr zu viel im Opferbewusstsein und sagt nicht schon wieder. Vielleicht seid ihr süchtig danach, unglücklich und unglücklich zu sein, Leidenswege zu beschreiten. Also für die Krebsgeborenen ist das etwas sehr Typisches. Das passiert unbewusst. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir sind als Menschen Gewohnheitstiere und sind manchmal leidvolle Situationen gewohnt, wo das Umfeld sich schon lange fragt, wie lange wollen die das noch machen? Aber wir haben alle andere Schmerz- und Toleranzgrenzen. Das dürft ihr hier mal unter die Lupe nehmen. Verabschiedet euch bitte auch von Unehrlichkeiten euch selbst gegenüber, von falschen Menschen, Situationen, die euch einfach nicht gut tun und die euch keine Kraft schenken. Ja, das gilt es ja auszulassen und vielleicht kommt dann der Fluss von alleine. Im Umfeld geht es um die unverhoffte Freude. Hier kommt ein Mega-Angebot von außen, ja, von einem Mann, einer Behörde, wie ich es vorhin erklärt habe. Das kann jetzt wirklich ein Geldgeschenk sein, weil wir ja die Finanzen liegen haben. Vielleicht erkennt hier jemand euer Talent. Vielleicht ja, will man euch hier einfach unterstützen. Jedenfalls kommt das sehr unverhofft und ihr habt damit nicht gerechnet. Und ihr habt hier Hoffnung und Befürchtung auf dem Witwer liegen. Das kann hier ein Vaterthema sein, das euch durch eine andere Person im Außen gespiegelt wird. Hier kann es sein, dass ihr Angst habt vor einer Trennung, dass ihr euch trennt oder dass sich der Mann eures Herzens von euch trennt. Ja. Vielleicht habt ihr hier Angst, jemanden zu verletzen. Es kann auch sein, dass ihr hier zwischen zwei Männern steht. Das ist auch eine Möglichkeit und die Sehnsucht und der Witwer liegen auf derselben Ebene. Vielleicht verliert ihr euch auch in so starken Liebessehnsüchten, dass alles andere im Leben nicht mehr relevant wird und ihr werdet hier etwas blind. Also holt euch eure Kraft zurück. Der Ausgang ist das Haus, die Traurigkeit und die Eifersucht. Ja? Vielleicht seid ihr hier wortwörtlich und bildlich gesprochen, viel allein zu Hause oder es gibt Probleme in der Familie, die euch traurig und unsicher stimmen. Vielleicht wird hier auch so manches Dreiecks-Vierecks-Verhältnis gelüftet. Ja? Jedenfalls ist hier in eurem Haus, in eurem Körper, in eurem Inneren kein Glück. Und das Unglück, das im Unterbewusstsein liegt, das kommt ja erst hoch. Das heißt,
hier muss mal irgendetwas durchgerüttelt, geschüttelt werden, dass hier etwas weitergeht. Das ist meistens mit etwas schmerzhaften Prozessen in Verbindung. Das kann natürlich das Haus auch für Institutionen stehen, für das Wohnhaus, für eine Firma oder wie gesagt auch für die Ursprungsfamilie. Unter dem Deck haben wir die Treue. Da habt ihr jetzt einfach die Aufgabe, einmal euch selbst treu zu werden, vielleicht auf gute Freundschaften zu bauen, ja, und auf Loyalität zu pochen. Einmal, dass ihr euch selbst gegenüber loyal seid, dann werdet ihr nämlich ganz andere Menschen in euer Feld ziehen. Offensichtlich wird euch das gelingen, denn wie gesagt, im Umfeld haben wir eine Überraschung liegen. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir hier zurückmeldet. Ihr dürft das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich hoffe, meine Worte konnten euch hier inspirieren und ich danke euch wie immer für jeden Daumen hoch und für jedes neue Abo, das eingeht, für all eure lieben Kommentare. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr die Infos wie immer unten in der Box und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.